Frankfurt, Mainz sowie Wiesbaden der Backstein hinter den Fassaden. Ausgestorbenes Handwerk, eine 4-Generationen-Kurzgeschichte der Ziegelei Schaus-Speicher. Der Backstein hinter den Fassaden der Renommierbauten unserer schönen Stadt, Kurhaus, Staatstheater und Nassauer Hof. Hinter Wohnhausfassaden wie hinter dieser üppig verklinkerten in der Dotzheimer Straße, der Gersdorf-Kaserne im Europaviertel, wo Großvater bei den 87ern gedient hat, dem alten Paulinstift mit Schwesternwohnheim und Kinderkrankenhaus, dem Wasserturm bis zur Gutenbergschule, wo auf der Rückseite an einem Seitentrakt unter abgefallenem Putz der Gesuchte sichtbar wird. Und das ist er, der Backstein, dieser einmalige, heute völlig vom Markt verschwundene, gebrannte Mauerziegel. Wir werfen einen Blick in eine alte, aufgelassene Ziegelgrube in Schierstein, die soeben bebaut wird, und sehen auf eine Lösslehmwand von 10 Metern Höhe. Eine sandige Hinterlassenschaft des Rheins und der letzten Eiszeit. Ein Material, das flugfähig ist und bei geringem Tongehalt sich formen lässt. Und hier der warme Damm. Er war eine solche Ziegelgrube am Rande des historischen Fünfecks, an der Wilhelmstraße gelegen, charmant verpackt. Rechts und links des Moosbachtals sehen wir durch weiße Punkte dargestellt 17 Ziegeleien. Der rote Punkt markiert die unsere. Und das ist mein Elternhaus, das vor der Jahrhundertwende erstellt wurde. Der Stein, um den sich alles dreht, die eiserne Doppelform, der Karst, eine kurzstielige zweizinkige Hacke für die Steilwand, der Spaten zum Abstechen der Grube und die Holsteiner Flachschaufel. Hier ein Schupp- oder Scherchkran, 80 Steine fassend, 300 Kilo Traglast. An beiden Holmen hochgehoben pendelt das Gewicht auf der Achse. Hier mein Großvater vor der Abbauwand, stolz neben seinem belgisch Kaltblut. Morgens um 4 wird mit der Arbeit begonnen, am Boden liegen die Wasserspatzen, die frisch geformten Ziegel zum Antrocknen. Auf einem Formtisch wurden sie in die Doppelform geschlagen und auf dem Boden ausgelegt. Brennmeister Karl Abel mit einer Zufahrerkolonne. Brennmeister Schraut, ebenfalls aus Neuhof-Neudotzheim, mit seiner Mannschaft vor dem Ofen, in den wir jetzt hineinschauen und aus dem uns aus dem Deckengewölbe die Schüttlöcher für die Kohle entgegenleuchten. Die Kammertür und links davon ein Rauchgasabzug. Einmal im Jahr wird das Feuer entfacht. Es wird eine provisorische Wand aufgestellt mit zwei Feuerstellen, zwei Essen. Maurermeister Philipp Schaus mit seinem Neffen vor Pferdefuhrwerken auf dem Weg in die Stadt um 1914. Und das ist ein Blick auf die Waldstraße vom Kräselberg aus 1950. Und nun Aufnahmen von Herrn Ludwig Wagner aus dem Jahre 1963. Bemerkenswerterweise mit einer Filmkamera aufgenommen. Ein Blick auf das Elternhaus, im Hintergrund die Waldstraße. Bauunternehmer Nikolaus Speicher fährt vor der Chef der Westbau und besucht seinen Privatbetrieb unter der Leitung seines Sohnes Edmund. Ludwig Wagner, der Filmproduzent, fährt mit seinem eigenen LKW vor und holt 1500 Steine ab. Das sind 4,5 Tonnen. Und flugs geht es in die Grube. Ein Eimerkettenbagger kratzt den Lösslehm aus der Wand, feinkörnig, und füllt die Kippwagen. 3/4 Kubikmeter fassende Loren. Mit einer kleinen Lokomotive werden diese zum Maschinenhaus gebracht. Memmler Adolf übergibt diese an seinen Arbeitskollegen Karl Felde, der mit einer 11 PS-Lok, Fabrikat Jung, 3 Loren zieht. Am oberen Bildrand Häuser des Klagenfurter Rings, Kräselberg. Vorm Maschinenhaus werden die Loren in einen Kastenbeschicker entleert, der ein Förderband beschickt. Das Material fällt durch zwei Walzen, die es feinkörnig zerreiben. Von dort kommt es in einen Doppelwellenmischer, wo es angefeuchtet wird. Das Material fällt in eine Presse.
Sie besteht aus einer Förderschnecke, die das Material am Ende aus einem innen befeuchteten Mundstück zu einem Strang formt. Luigi Cicchetti legt in ein Magazin paarweise Latten ein, die automatisch unter die Steine geschoben werden, sodass diese sich aufreihen. Ein Schneidbügel trennt den Strang, die Steine formieren sich auf den Latten und werden mit einem Querförderer dem Hubgerüst zugeführt. Ein Blick in die Maschinerie oben zeigt uns Flachriemenantriebe, sogenannte Transmissionen, sodass ein Motor alle Maschinen zugleich antreiben konnte. Im Hubgerüst eingestapelt befinden sich 240 Steine, die durch einen hydraulischen Hubwagen herausgenommen werden. Theo Knapschinski macht seine Arbeit seit Jahren mit großer stoischer Ruhe und beherrscht sein Handwerk. Er schiebt den Hubwagen auf eine elektrische Fahrbühne. Und fährt zu den Trockenkammern. Dort wird das Material mittels Heißluft, der Abwärme des Ofens, zum Trocknen gebracht. Auf dem Rückweg nimmt er getrocknete Steine aus einer anderen Kammer mit und beschickt den Niederlass. Ein Blick über die 12 Trockenkammern. George Hullmann fährt die Hälfte des Gesamtpakets, also 120 Steine, auf einem Karussellwagen dem Ofen zu und die Setzer übernehmen. Roth Rudolf und Kulsinger Heinz setzen das Material im Ofen auf. Was auf der einen Seite der Arbeitskammer ausgeräumt wird, wird hier wieder von den Setzern aufgefüllt. Insgesamt hatte der Ringofen 18 solcher Kammern. Beim Setzen wird entweder geschränkt oder gehagelt, wie wir sagen, oder im Schüttlochkastenformat aufgebaut. Hier wird gerade geschränkt. Jeden Meter wird Platz zwischen den Steinen gelassen, das sogenannte Schüttloch, in das später die Kohle gefüllt wird. Der Brenner vom Dienst Erhard Schwobe öffnet Schüttlochdeckel, damit aus dem Gewölbe Warmluft entweichen kann, dort wo gearbeitet wird. Ein Kaminzugmesser im Bild. Der Brenner öffnet ein Rauchgasventil, um vor dem Feuer neue Kammern in Betrieb zu nehmen. Und das sind Apparate, die mit Kohle gefüllt sind und dafür sorgen, dass die Kohle gleichmäßig in den Brennraum hineinrieselt. Ein Deckenantrieb sorgt alle 40 Sekunden für eine variable Schüttung. Wir simulieren jetzt, indem wir einen Schüttapparat wegnehmen und von Hand Kohle einwerfen. Wenn die Kohle ausgast, bilden sich kleine Flammen. Es handelt sich um Gasflammen oder Schmiedekohle. Verbrauch je 1000 Steine 3 Zentner, Brenntemperatur 1050 Grad bei einer Brenndauer von 36 Stunden. Jetzt kommt Christmanns Albert ins Bild, der mit Carol Reicher zusammen das Ausfahrerteam stellt. Sie setzen auf Spezialwagen 100 Steine zu stapeln. Man sieht die Asche auf dem Boden, die Überreste der Kohle. Man wird auch gleich im Bild einen Stein sehen, der angeschmort ist. Er stammt aus dem Schüttlochbereich, dort ist die Hitzeentwicklung am größten. Der Steinstapel wird über einen Aufzug auf die Höhe der LKW-Plattform angehoben. Dieser Wagen fasst 1500 Steine oder 4,5 Tonnen Nutzlast. Am Wochenende, wenn die Arbeit rum ist, gibt es Geld. Damals gab es noch Geld in Tüten, die sogenannte Wochenlöhnung.
Wir haben später dieses Zahlungsverfahren in den frühen 60ern schon auf Monatszahlung über die Bank umgestellt. Herr Hagen vom Büro hat alles vorbereitet. Einmal im Monat ist Kleingeld fällig, die Abrechnung. Sie erfolgte mit schmalen Lohnstreifen, kein Vergleich zu unseren heutigen Systemen. Karl Lersch und Albert Christmann nehmen ihren verdienten Lohn entgegen und quittieren. Der Senior verlässt das Haus, um in sein Hauptbüro in der Friedrichstraße zu fahren. Er ist Inhaber eines großen Baubetriebs mit über 500 Beschäftigten. Die Betonwand zu Fuß des neuen Kräselberg ist heute als einziges Überbleibsel der Ziegelei noch sichtbar, neben einem gemauerten Torpfeiler und die Grube selbst. Wir befinden uns vor unserem kleinen Büro und gehen einer Sache nach, die jedes Jahr stattfindet. Am Anfang des Jahres wird angesteckt und am Ende des Jahres der Abbrand gefeiert. Das Feuer wird morgens mit einem Sinnspruch bei einem Glas Schnaps in die Essen hineingegeben und wir vertrauen auf gutes Wetter und die schützende Hand dessen, der noch so manches zu richten vermag, was wir nicht zu richten vermögen. Abends macht Helma die Wäsche warm und bei Wasserweg, Bier und Gesang wird mit den Kindern und Gästen ausgiebig gefeiert. Es waren schöne Stunden, die wir miteinander verbracht haben. Das ist unser schwärzester Tag. Memler Adolf und ich sind noch heftig am Diskutieren. Da kommt Karl Felde und holt die letzten Loren aus der Grube ab. Wir müssen die Produktion einstellen. Am 17. Juli 1968. Ein Handwerk wird zu Grabe getragen, das wegen einer rücksichtslosen Stadtplanung keinen Freiraum mehr hat. 150 Jahre Ziegeleigeschichte werden abgeschrieben. Wiesbaden wäre ohne Backsteine nicht denkbar. Würde man sie in Luft auflösen, so würde die Stadt Wiesbaden in ihrer Bausubstanz bis 1950 zusammenfallen. Mit einem Busch geschmückt fährt die letzte Lore dem Maschinenhaus zu und wir sehen, wie die letzten Steine geschnitten werden. Ich nehme einen Nagel und ritze das Datum in einen Rohling, in der Hoffnung, ihn später in die Finger zu bekommen. Aber leider geht er verloren. Das letzte Kapitel unserer Ziegelei. Der Ringofen wird abgerissen. Im Hintergrund der Rettenmeier auf der Waldstraße. Der 34 Meter hohe Schornstein fällt. Millionen an Investitionen gehen baden. Das Risiko eines im Volksmund steinreichen Unternehmers. Ludwig Wagner setzt mit kleinen Buchstaben das Ende. Und wir danken ihm nochmals recht herzlich für sein Bildmaterial.